heiße Luna. Ich bin die Sophie. Mein Name ist Jan. Ich arbeite bei Isabella als Servicekraft. Als Konditorin. Als Patissier. Meine Aufgaben hier bei Isabella sind das Bedienen der Kunden. Ich gehe immer rum und frage, wer was braucht, um glücklich zu sein quasi. Hauptsächlich leite ich hier den Gebäckposten mit einer Kollegin zusammen. Wir machen den Bestand, wir gucken, ob genug Gebäck da ist für die kommende Woche. Meine Hauptaufgaben sind hier das Erbmaschen der Törtchen und das Einsetzen unserer Mousse-Törtchen und Schnitten. Mir macht total Spaß zu kommunizieren und so ein bisschen halt diesen direkten Kontakt zu haben, aber auch hinter der Theke macht es mir einfach Spaß, mit meinen Kollegen eben zu sein. Das ist eine sehr freundliche Atmosphäre hier. Und es gibt eben viele neue Situationen und es ist nie ein Tag wie der andere. Sprich, es kehrt hier eigentlich nie Monotonie ein. Okay, wir gucken halt immer im Team zusammen und dass da keiner halt irgendwie alleine ist. Unsere Arbeitsatmosphäre ist sehr, kann man schon sagen, fast familiär. Man freut sich, wenn man dann morgens anfängt zu arbeiten, alle wiederzusehen. Das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist genauso locker wie eigentlich mit den anderen Kollegen, mit denen ich hier arbeite. Also ich habe da bisher wirklich noch keinen Unterschied gemerkt, würde ich sagen. Es ist wirklich fast immer wie auf einem Level. Wenn die Chefs hier sind, dann schauen sie auch eigentlich nach jedem Mitarbeiter, fragen, wie es jemandem geht und was zurzeit einfach so los ist im Leben. Also der Tag hier ist in verschiedene Schichten aufgeteilt und wenn ich hier ankomme, übernehme ich erstmal den Service, die Tische von den anderen und kommen dann langsam rein mit noch hinter der Theke was helfen oder einfach eben die Gäste bedienen. Wenn ich jetzt Frühdienst habe, dann kommt man halt morgens hier hin und bereitet eigentlich in der Zeit das Ladengeschäft vor. Meine Einarbeitung war sehr gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn mir wurde alles wirklich einzeln gezeigt und man war auch sehr geduldig mit mir. Immer wenn ich eine Frage habe, ist es, dass die mir noch beantwortet wird und ich da nicht, sag ich mal, auf mich allein gestellt bin, sondern immer eine Hilfe bekomme. Die Kontaktaufnahme hier war sehr persönlich. Ich habe draußen quasi ein Schild gesehen und da stand, dass sie noch Leute suchen. Und dann bin ich einfach reingegangen, weil ich eben hier auch in der Gegend wohne. Und da wurde mir auch sehr freundlich direkt weitergeholfen und ich habe meine Nummer hier gelassen und wurde dann auch wenig später eigentlich direkt kontaktiert und zum Probearbeiten eingeladen. Und das ging dann alles sehr schnell. Ich denke, wenn man hier arbeiten will, sollte man eine freundliche Art mitbringen und man sollte sich vielleicht nicht so ernst nehmen, weil es geht wirklich sehr locker und freundlich zu. Also ich denke, wenn man einfach Lust hat, ein bisschen Menschenkontakt zu haben und vielleicht auch ein Händchen dafür hat, mit Menschen umzugehen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ganz wichtig und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wenn dich das jetzt angesprochen hat, dann bewirb dich gerne hier bei Isabella. Wenn dich das jetzt angesprochen hat und du Lust auf ein junges, offenes Team hast, dann bewirb dich doch gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.